Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Ich möchte euch die Tanki 21 präsentieren. Das erste Mal versucht ein bisschen mit Farben zu arbeiten, so, also mit Mustern. Ein paar Flammen, der Kundenwunsch war, dass es was mit Feuer zu tun hat. Ich möchte die Gelegenheit gerade mal nutzen, euch mal noch ein bisschen zu zeigen. Es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, wie man Tanki spielt. Es ist immer unterschiedlich. Macht schon viel aus, ob ich es einfach aufliegen habe, dass unten die Zungen nicht mitmachen, oder ob ich einfach so, dass die unten frei sind. Das ist schon ein Unterschied. Ob ich dann so spiele. Ich weiß nicht, ob man es richtig hört, aber es macht halt viel aus. Dasselbe nochmal mit den Klöppeln. Also, es wird nie 1:1 genauso rüberkommen, wie es sich in live anhört. Und ich kann nur jedem raten, der sich einen Tanki nimmt, holt es mal mit ins Musikgeschäft, versucht mal alle möglichen Klöppel durch. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und man kann sie natürlich auch gut mit den Fingern spielen. Geht auch. Da macht auch nochmal einen Unterschied, ob man das Ding festhält oder ob man so spielt. Also Möglichkeiten ohne Ende zu probieren. Diese Seite ist jetzt in einer Blues-Tonleiter gestimmt auf Gis. Das heißt, der tiefste Ton ist dann ein Gis, der Grundton ist ein Gis. Ich spiele sie am liebsten halt immer, wenn sie unten auch offen ist, weil sie dann am längsten klingt. Ich bin noch einen Ständer am entwickeln für die Tanki. Die andere Seite ist der Grundton in Fis und diese Stimmung nennt sich isländische Zwiegesänge. Wer gerne eine haben möchte, meldet euch einfach bei mir. Ansonsten hoffe ich, ihr nutzt auch das schöne Wetter. Wir sitzen in der Sonne und nicht vorm PC und guckt euch den Film hier an. Ciao!